in der AfD gibt. Ja, trotzdem ist doch völlig klar, warum wird jetzt über ein Verbot diskutiert und nicht vor 5 Jahren? Und das wissen auch die Wähler der AfD und das weiß die Gesellschaft. Es wird jetzt deswegen darüber diskutiert, weil die AfD so stark ist. Und das ist eben, deswegen ist diese Verbotsdebatte wirklich ein Geschenk an die AfD und ein Armutszeugnis für die Demokratie. Weil ich finde, wir müssen darüber diskutieren, wieso wird eine Partei trotz Höcke, trotz solcher Position so stark? Weil es ist nicht so, das zeigen alle Umfragen. Wir haben in der Gesellschaft keinen Rechtsradikalismus, der sich irgendwie ausgeweitet hat. Und wir haben schon gar nicht irgendwie 20% der Bevölkerung, die das gut finden. Aber wir haben ganz viele Menschen, die sich völlig politisch. Absolut richtige Bemerkung von Frau Wagenknecht. Es ist eben genau Zeichen dieser Intoleranz, Zeichen dieser Demokratiefeindlichkeit, wenn man jetzt das Verbot einer großen Partei erfordert, die in kleinster Art und Weise irgendwie die Kriterien für so ein Verbot notwendig wären, erfüllt. Also die AfD zeigt ja keine aggressiv-kämpferische Haltung gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Die AfD würde sich wahrscheinlich, wenn die CDU ihre Brandmauer aufgäbe, sehr gut ins deutsche Parteiensystem einfügen. Und auch diese Remigrationspläne, das hatte ich ja schon gesagt, wahrscheinlich größtenteils fallen lassen. Also, die geschriebene Geschichte, sei gegrüßt, schön, dass du hier bist. Politisch heimatlos führen. Wir haben eine Regierung, die mit einer Überheblichkeit, einer Arroganz, einer Planlosigkeit die Leute im Grunde der AfD in die Arme treibt. Und wenn jetzt diese Regierung, die alles dafür getan hat, die Menschen politisch zu verprellen, jetzt sagt so, und jetzt sind wir aber sauer, weil die gehen alle zur AfD und jetzt versuchen wir, die zu verbieten, dann hat das, ist das kein demokratischer Diskurs. Aber ist das nicht auch zu einfach, Frau Wagenknecht, zu sagen, jetzt gibt es diese Sie nennen sie immer die dümmste Regierung Europas und die treiben jetzt, die haben ja objektiv betrachtet eine Menge Themen und Probleme und Dinge auf dem Tisch, die sie A zum Teil geerbt haben und die zum anderen und die sie B zum viel größeren Teil selbst verursacht haben. Teil von außen an dieses Land herangetragen worden sind, Stichwort Ukraine, Stichwort Putin. Das heißt, die müssen mit einer ganz neuen Situation plötzlich umgehen und das in diesen aufgewühlten Zeiten. Ist es nicht auch auf eine Art irgendwie so seltsam paternalistisch, wenn man so sagt, da gibt es diese böse Regierung und dann treibt sie diese dumme... Also, egal, wie die Frage jetzt weitergeht. Ist Regierungskritik paternalistisch? Oh Gott. So, Lanz, der hat irgendwie immer, wenn er Wagenknecht einlädt, dann scheint man ihm vorher da was in den Tee gemischt zu haben. Also er versucht wirklich, jede Äußerung aus der Vergangenheit oder die sie gerade in der Sendung getätigt hat, ihr so böswilligst möglich auszulegen und stellt dann irgendwelche kritischen Nachfragen, wobei er nicht mal das richtig hinkriegt. Schafe von Wählern einfach zur AfD rüber. Mir ist das an dem Punkt ehrlich gesagt zu überheblich. Also die Leute sind doch schlau genug und wissen auch zu gut Bescheid, als dass sie sich von irgendjemandem irgendwo hintreiben ließen. Die Leute treffen ihre Entscheidungen schon ganz selbstständig, ganz selbstbewusst und wissen sehr genau, was sie tun, oder nicht? Ja, aber Sie wissen das ja sind nicht. Doch nicht alles irgendwelche es geht Lämmer doch nicht und Opfer, darum, die nicht dass wissen, was das Opfer da sind. Aber es geht darum, dass es doch einen Grund für dieses hohe Frustpotenzial in unserer Gesellschaft gibt, weil es ja tatsächlich, es sind so viele. Also. Die Leute haben SPD und Grüne gewählt, es hat sich nichts geändert. Die Leute haben Angela Merkel gewählt, es hat sich nichts geändert. Die Leute haben die Linkspartei gewählt, es hat sich nichts geändert. Die Leute haben nicht gewählt, es hat sich nichts geändert. Jetzt wählen sie AfD und die Altparteien rennen aufgescheucht durcheinander. Fehlentscheidungen. Es ist eine solche Überheblichkeit. Ich meine, jetzt ist ja zum Beispiel, also dass es jetzt auch bei der Landwirtschaft so eskaliert ist, das hat die Regierung offenbar nicht geahnt, weil sie dachte, dass Landwirte, kleine Gruppe, denen können wir jetzt noch mal so richtig eine überhelfen. Das zeigt aber den Gestus dieser Regierung. Also ich meine, die familiengeführten Bauernhöfe sind eine bedrohte Spezies in Deutschland. Also richtig. In den letzten 10 Jahren sind 40.000 Höfe gestorben. Also die mussten dicht machen. Wenn eine Regierung dann auf die Idee kommt, sie hat Haushaltslöcher, ach, da würgen wir mal den Landwirten eine rein, und sich dann wieder wundert, dass dann wirklich irgendwann mal der Zorn überkocht, das zeigt einfach das Herangehen. Und es passiert ja, es passt einfach eine Maßnahme nicht zur anderen. Also es ist ja nicht so, dass jemand leugnen würde, dass die Lage schwierig ist. Viele, klar, wir sind in einer Welt, das sind viele Kriege, wir haben viele Krisen, geopolitische Frontbildung, alles unstrittig. Aber es gibt auch viele Dinge, die sind hausgemacht, weil andere Länder leben in der gleichen Welt. Mhm. Und trotzdem schrumpft die Wirtschaft dort nicht, trotzdem explodieren die Energiepreise nicht, trotzdem lernen die Kinder in der Schule noch rechnen, schreiben und lesen. Also
Da hat die Union einen Mitanteil, also das mit dem Ererbten, das stimmt. Genau. Also ist jetzt nicht unter der Ampel alles erst schlecht geworden, aber die Ampel hat es wirklich in einer Weise verschlimmert und regiert dieses Land so, dass ich mir einfach Sorgen um die Zukunft der Demokratie mache, wenn das so weitergeht. Robin Alexander, was, darf ich mal Robin Alexander fragen? Alexander, was passiert denn da jetzt gerade politisch? Ich habe gerade kurz vor Beginn der Sendung gibt es eine neue Umfrage, die sieht Sie in Thüringen, ich glaube, die Kollegen haben die Tafel vorbereitet, irgendwo bei, waren das 17% mit Ihrer neuen Partei? So, 17%. Das ist mal eine Ansage. Was passiert denn da, Alexander, wenn man gleichzeitig sieht, dass die AfD dennoch bei 31% stabil dort stehen bleibt? Das ist ja AfD und BSW haben eine Sperrminorität. Also AfD und BSW haben die absolute Mehrheit. Keine Regierung kann gegen diese beiden Parteien gebildet werden. Das heißt, solange die CDU ihre Brandmauer nicht fallen lässt, ist das BSW in einer sehr, sehr mächtigen Position, welche Partei auch immer dann in der Regierung sein mag. Also mit 17% kann man ja wohl selbst keine Regierung anführen, aber welche Partei dann auch immer in der Regierung sitzen mag, in alle Bedingungen aus der Opposition heraus aufzuzwingen, wie diese Regierung braucht. Also egal, wer Thüringer Ministerpräsident wird, völlig egal, demjenigen kann man wirklich jedes Programm als Mehrheitsbeschaffer aufzwingen. Wenn man sich taktisch klug verhält, wenn man sich eben nicht auf eine Seite schlägt und sagt, wir sind jetzt auf der Seite der Altpartei oder wir sind jetzt auf der Seite der AfD, das wäre ein riesiger strategischer Fehler. Man sagt einfach, okay, wir arbeiten mit keinem zusammen, wir haben hier, also wir machen mit keinem jetzt zusammen eine Regierung, sondern wir haben hier 10 Forderungen, also Rundfunkstaatsvertrag aufkündigen, große Investitionsprogramme ins Bildungssystem, dann Abschaffung der Armut in dem Bundesland, also je nachdem, was auf Bundeslandebene möglich ist, großes Investitionsprogramm in die Infrastruktur, großes Investitionsprogramm in die Erneuerung der Industrie, in eine Reindustrialisierung des Landes. Also da kann man ja auch Bundeslandebene relativ viel machen. Oskar Lafontaine hat es ja beispielsweise damals im Saarland durch eine kluge Industriepolitik geschafft, damals da die Stahlindustrie zu erhalten. Also all das geht ja und all diese Bedingungen, also da schreibt man dann so einen Katalog mit Bedingungen zusammen und so. Wer möchte Ministerpräsident werden? Das sind unsere Bedingungen. Wer die erfüllt, dem verhelfen wir zu seiner Mehrheit. Das ist das Angebot, was das BSW da machen könnte. Und wenn die anderen Parteien das ablehnen, dann bedeutet das eben politisches Chaos. Und da kann man halt zusehen, wie sie sich zerfleischen und selber noch stärker werden. Denn wie gesagt, also die Altparteien, die werden immer schwächer. Die AfD wird immer stärker. Und man muss alles dafür tun, dass das BSW immer stärker wird und sich nicht zu irgendwelchen dummen Kompromissen mit den Altparteien hinreißen lassen. Also das ist das Wichtigste, was wir strategisch beachten müssen. Ja, jetzt eine Umfrage für Thüringen, wo es sowieso schon eine interessante Konstellation gibt. Was in ganz Deutschland passiert ist, wir haben eine Regierung, die in den Seilen hängt. So, und das ist nicht, weil die jetzt böse Menschen wären oder die würden aufstehen morgens und sich sagen, wie können wir Deutschland verderben, sondern weil die sich nicht einigen können, was sie machen. Das ist das Grundübel. Mhm. Eine Koalition aus drei Parteien, die nie eine Richtung gefunden haben und diesen Trick. Ich habe jetzt keine Lust zu sehen, wie hier schon wieder die Ampel verteidigt wird. Also Robin Alexander, der wollte uns gerade erzählen, ja, die Ampel, die macht das ja nicht, weil sie böse ist, sondern ja, da macht sie es halt, weil sie inkompetent ist oder weil sie Politik in amerikanischem Interesse macht und glaubt, das wäre halt gut und richtig so. Mir relativ egal, warum sie beispielsweise einen Wirtschaftskrieg gegen Russland anfängt. Also den muss man beenden, diesen Wirtschaftskrieg. Da gibt es keine Alternative zu, wenn irgendwie das Wohl des deutschen Volkes am Herzen liegt. Dass sie sich nicht einig sind, sondern dass sie auch alle drei nur so eine ganz winzig kleine Klientelpolitik machen. Also die Grünen wollen also ihre grüne Besserverdiener-Klientel zufriedenstellen, Ideologieprojekte machen. Die FDP will vor allem, dass auf keinen Fall die obere Schicht der Gesellschaft irgendwie mehr belastet wird. Was die SPD will, weiß ich nicht, das hat noch keiner durchschaut. Also sie haben ja auch einfach, also keine dieser Parteien hat ja auch nur den Anspruch, irgendwie ein zukunftsweisendes Programm vorzulegen. Und das Zweite ist auch, ich glaube, das ist aber auch etwas, was die Leute auch empört. Und alle dieser Parteien strahlen aus, dass sie sich wirklich in ihrer Blase eingeigelt haben. Also sie hatten gestern ja Ricarda Lange hier. Und ich meine, ich kann auch nicht alle volkswirtschaftlichen Zahlen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das alles weiß. Aber wenn eine Vorsitzende einer Partei davon ausgeht, die Durchschnittsrente in Deutschland liegt bei 2.000 Euro,
Also ich meine, das ist ja ein Problem, das betrifft 21 Millionen Menschen in Deutschland, nämlich die Rentner sind und alle anderen irgendwie auch, weil die auch mal vielleicht alt werden. Und dass die Renten in Deutschland viel zu niedrig sind und die reale Durchschnittsrente nach 40 Jahren, also gar nicht die Durchschnittsrente, sondern nach 40 Jahren bei 1.445 Euro liegt. Also das sollte sich bei Politikern, die doch irgendwie Verantwortung haben, in unserem Land rumgesprochen haben. Also es ist ja nur ein Beispiel dafür. Sie sind so weit weg von den Menschen, so weit weg von deren Problemen, von deren Leben. Das empört doch einfach jemanden, der irgendwo in einer Kleinstadt lebt, jeden Tag zu kämpfen hat, dem das Wasser vielleicht schon bis zum Hals steht und dann setzt die Regierung noch einen drauf. Da muss man sich nicht wundern, dass das irgendwo dann überschwappt. Okay. Und wenn dann keine andere Partei da wäre als die AfD, und das war ja bis zum letzten Jahr so, naja, dann geht man halt dahin oder ein Teil zumindest, viele ja auch nicht. Viele gehen jetzt zu Ihnen, Frau Wagenknecht, und deswegen sollten wir die Chance nutzen, um einmal darüber zu reden, wie Sie dieses Land gestalten würden. Ihr neues, habe ich gerade gelesen, Parteiprogramm hat 4 Seiten. Ja, weil wir eine ganz junge Partei sind. Gut, also ich meine, also in der frühen Bundesrepublik, da hatten Parteiprogramme 1 Seite manchmal. Also das ist gut, wenn man ein kurzes Parteiprogramm hat. Also niemand liest sich 100 Seiten Parteiprogramm durch. Sich nicht mehr Seiten leisten, oder? Also wir haben jetzt ein Europawahlprogramm, das ist deutlich länger, das ist auch relativ detailliert. Das Parteiprogramm wird in den nächsten 2 Jahren erarbeitet und das werden wir auch ein bisschen anders machen als andere Parteien. Also bei uns werden nicht Referenten. Also Sie gehen in die EU-Wahl quasi mit so einem Halbprogramm? In die EU-Wahl gehen wir mit... Ey, man muss doch nicht jede einzelne Unterziffer genau definiert haben. Vor allem, da 90% von dem Parteiprogramm ja nicht mal konkrete Forderungen normalerweise sind, sondern irgendwelcher Schönsprech. Also das ist ja normalerweise sogar länger geschrieben, als es sein müsste. Das ist doch gut, wenn man das kurz und knackig zusammengefasst hat.